Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung. Und das ist natürlich auch das, was ich versuche, vielleicht heute Abend hier zu machen, eben diesen Ansatz vorzustellen, mit der Absicht, eben zu sagen, dass er durchaus hilfreich sein könnte für die Analyse von Gegenwartskultur, also die kritische Analyse. Und vielen Dank für die Einladung, dass ich an dieser Vortragsreihe hier teilnehmen kann. Ich möchte auch gleich einen Punkt aus Andreas Wiebels Eröffnungsvortrag als Möglichkeit nutzen, um meine eigenen Überlegungen einzuleiten und gleichzeitig eben auch in die Reihe der bisher diskutierten Themen zu stellen. Erinnern wir uns. Anschließend an seine Rekonstruktion einiger zentraler Aspekte der Adornoschen Ästhetik konstatierte er, dass sich in den Jahren nach Adornos Tod 1969 eine Verschiebung im Bereich der Kunsttheorie vollzog. Der Tendenz nach entfernte sich diese von einer Werkästhetik oder Autonomieästhetik, für die noch Adorno einstehen konnte, hin zu einer Erfahrungsästhetik. Als Beispiele galten ihm etwa Rüdiger Bubners Aufsatz über einige Bedingungen gegenwärtiger Ästhetik oder Umberto Ecos Buch Das offene Kunstwerk. Und im Folgenden werden uns hier einige weitere Beispiele begegnen. Es geht dort um eine Subjektivierung der Ästhetik. Was bedeutet, dass eine Privilegierung eben der Erfahrung der Betrachterin einhergeht mit einer Abwertung des Kunstwerks selbst. Bubner verwies dabei auf Immanuels Kant-Kritik der Urteilskraft, deren vermeintlicher Subjektivismus dafür ein frühes Modell bereitstellen sollte. Andreas Wiebel merkte allerdings bereits an, dass es gute Gründe gäbe, die Vorbildrolle Kants in dieser Hinsicht zu bezweifeln. Eine Diagnose, die von, darauf werde ich zurückkommen, Theodor W. Adorno geteilt wird. Jedoch werde ich in meinem Vortrag eine andere Antwort auf die Frage vorschlagen, weshalb es zu dieser kunsttheoretischen Wende kam. Während Andreas Wiebel auf die Rolle der künstlerischen Avantgarden verwies, welche es mir auch fern liegt zu bestreiten, würde ich, wenn ich es jetzt in einem Wort sagen soll, behaupten, Schuld ist der Neoliberalismus. Wobei hier ein Wort der Vorsicht angebracht ist. Das Wort reden möchte ich damit nicht einem reduktiven ökonomischen Determinismus. Vielmehr geht es mir, eben in Anschluss an Walter Ben Michaels, darum, wie bestimmte Aspekte dieser erfahrungszentrierten theoretischen Position bzw. auch entsprechende künstlerische Praktiken mit gewissen Prämissen der neoliberalen Legitimationsideologie übereinstimmen oder korrespondieren. Ohne dass dies jetzt Beweiskraft beanspruchen könnte, möchte ich doch darauf hinweisen, dass schon mal eine gewisse zeitliche Koinzidenz besteht. Bubners Aufsatz und die deutsche Übersetzung von Ecos Buch erschienen beispielsweise beide im Jahr 1973, ein Jahr, das in vieler Hinsicht für das Ende des wirtschaftlichen Nachkriegsbooms und den Beginn des Long Downturn steht, wie es der marxistische Ökonom Robert Brenner formuliert. Den Beginn eines Zeitalters also fallender Profitraten, permanent hoher Arbeitslosigkeit und wachsender Ungleichheit. Es ergibt also durchaus einen gewissen Sinn, diesen Zeitpunkt als Wendepunkt in der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu betrachten. Erkennen wir hier doch das Ende der keynesianisch-staatsinterventionistischen Nachkriegsperiode, für deren Nachfolgerin sich dann eben der Begriff Neoliberalismus etabliert hat. Gleichzeitig möchte ich betonen, sollte die folgende Kritik einer neoliberalen Ästhetik nicht so verstanden werden, dass ein Zurück zu einem angeblich goldenen Zeitalter gefordert und alles heil beim Staat gesucht werden soll. Ganz im Gegenteil hoffe ich zeigen zu können, dass sich die Position, die ich vorstellen werde, durchaus im marxischen Sinn mit einer ganz grundlegenden Kritik verbinden lässt, deren Anspruch sich eben nicht darin erschöpft, lediglich eine bestimmte Epoche in der Geschichte der kapitalistischen Produktionsweise zu betrachten, sondern in Marxens Worten das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen. Mit anderen Worten, die Funktionsweise der kapitalistischen Vergesellschaftung auf höchst abstrakter Ebene kritisch zu bestimmen. Wie bereits erwähnt, werde ich mich dabei also auf den in Chicago lehrenden amerikanischen Literaturwissenschaftler Walter Ben Michaels beziehen, der in den letzten Jahren allerdings dazu übergegangen ist, sich vermehrt der Fotografietheorie zu widmen. Und da kommt zum Beispiel nächstes Jahr auch ein Buch von ihm zu dem Thema raus, was ich möglicherweise dann eben auch quasi einigen Fragen widmen wird, über die ich jetzt sprechen werde. Ich werde mich dabei hauptsächlich allerdings auf einen im Jahr 2011 veröffentlichten Aufsatz mit eben dem Titel Neoliberal Aesthetics beziehen. Im ersten Teil meines Vortrages werde ich diesen vorstellen,
wobei ich mich dabei auch auf einige andere Schriften Michaels beziehen werde, genauso wie auf die Theoretiker, die er darin kritisiert. Dafür werde ich mir einige Zeit nehmen, weil ich eben davon ausgehe, dass Michaels Schriften im deutschsprachigen Raum weniger bekannt sind. Obwohl ich gerade heute Morgen von einer Studentin der Kunstgeschichte erfahren habe, dass dort wohl gerade ein Seminar stattfindet, wo Michaels unter anderem besprochen wird. Und auch Michael Fried, über den ich sprechen werde. Im zweiten Teil werde ich dann, wie es der Titel verspricht, auf die Spur nach Motiven kritischer Ästhetik gehen, was jetzt zunächst einmal bedeutet, Spuren vor allem von Adorno. Dies, mit anderen Worten den Bezug auf die Frankfurter Tradition der kritischen Theorie, ist keine willkürliche Entscheidung, um meinen Vortrag an das Thema der Vortragsreihe anzupassen. Vielmehr war ich bei der Lektüre von Adornos nachgelassenen Ästhetikvorlesungen aus dem Wintersemester 1958 und 59 erstaunt, in welchem Ausmaß hier ganz ähnliche Probleme diskutiert werden, kurz das Spannungsverhältnis zwischen ästhetischem Subjektivismus und Objektivismus. Und Ähnliches gilt dann auch für die spätere ästhetische Theorie beispielsweise. Der zweite Teil des Vortrages wird also, wie erwähnt, einige Gemeinsamkeiten aufzeigen, die zwischen diesen beiden Ansätzen bestehen. Meine Überlegungen können jedoch weder Anspruch auf streng systematischen Charakter noch auf abschließende Gültigkeit haben. Mein Ziel ist weitaus bescheidener und so stellen diese Überlegungen viel eher den Beginn einer Untersuchung dar, die weitergeführt werden müsste als deren Abschluss. Nichtsdestotrotz hoffe ich eben, wie gesagt, zeigen zu können, dass sich dieses Unterfangen lohnen würde. Es scheinen mir ebenso von vornherein einige Gründe zu existieren, die dafür sprechen könnten, sozusagen aus Frankfurter Perspektive in Verbindung mit Michaels sich eben dieses Themas anzunehmen. Zunächst könnten wir beispielsweise mit Detlef Clausen feststellen, dass die amerikanische Gesellschaft als fortgeschrittenste Erscheinungsform der Weltgesellschaft in Adornos Worten dann zugleich die fortgeschrittenste Beobachtungsposition für Phänomene der Gegenwartskultur darstellt. Darüber hinaus scheint mir der Versuch, im Anschluss an Adorno über Fragen der Fotografietheorie nachzudenken, bislang eher vernachlässigt worden zu sein. Das hat natürlich auch sachliche Gründe. Allerdings wäre zu fragen, ob sich die Fotografie in den Jahrzehnten nach Adornos Tod nicht durchaus auch in mancher Hinsicht verändert hat, sodass wir möglicherweise mit dem amerikanischen Kunsthistoriker Michael Fried davon sprechen könnten, dass im Bereich der Fotografie momentan ganz entscheidende Fragen des Ästhetischen auf dem Spiel stehen und verhandelt werden. Damit aber genug der einleitenden Worte. Jetzt möchte ich mich Michaels Kritik der neoliberalen Ästhetik zuwenden. Wie gesagt, beziehe ich mich dabei besonders auf einen Aufsatz, Neoliberal Aesthetics, der 2011 bei dem Online-Journal nonsite.org veröffentlicht wurde. Der Untertitel lautet Fried, also eben dieser Michael Fried, Rancière and the Form of the Photograph. Der Text beinhaltet also neben einer Auseinandersetzung mit eben diesem Michael Fried auch eine Kritik an fotografietheoretischen Arbeiten des französischen Philosophen Jacques Rancière und, auch wenn der Name nicht im Titel auftaucht, Roland Barthes. Da Michaels seine eigene Position erst in und durch die Auseinandersetzung mit diesen genannten Autoren gewinnt, werde ich deren Position ebenfalls kurz referieren. Zunächst greift Michaels eine von Fried etablierte Unterscheidung auf, nämlich die von Absorption und Theatricality. In einem gleichnamigen 1980 erschienenen Buch untersucht Fried die Beziehung zwischen Gemälden oder allgemeiner gesprochen Kunstwerken und ihren Betrachterinnen. In den kunstkritischen Schriften Denis Diderots aus den 50er und 60er Jahren des 18. Jahrhunderts entdeckt Fried dabei eine, in seinen Worten, antitheatralische Tradition in der französischen Malerei, die vor allem an innerkünstlerischen Mitteln interessiert ist, um eben die Tatsache zu neutralisieren, dass Gemälde geschaffen werden, um betrachtet zu werden. Und es ist eben diese Geste der Neutralisierung der Betrachterposition, die Fried als antitheatralisch bezeichnet. Dies geschieht beispielsweise dergestalt, dass in Gemälde Figuren dargestellt werden, die derart von ihren Tätigkeiten absorbiert sind, daher der Begriff der Absorption, dass sie die Existenz der Betrachterin gleichsam zu ignorieren scheinen. Anders gesagt, das Gemälde versucht gerade nicht, einen Effekt auf die Betrachterin auszuüben. Dies führt dann allerdings zu einer problematischen Situation für die Schaffenden. In Michaels Worten und Zitate aus dem Englischen habe ich immer übersetzt, die Radikalisierung oder das wörtlich Nehmen des Bemühens um Absorption produziert daher eine Antinomie. Die Kunstwerke, die wir wertschätzen,
sind diejenigen, die nicht versuchen, einen Effekt auf die Betrachterin auszuüben. Aber ohne den Versuch, einen Effekt auf die Betrachterin auszuüben, ohne den Versuch, so könnten wir sagen, etwas zu schaffen, das gesehen werden kann, gäbe es keine Kunstwerke. Ende des Zitats. Einen Versuch, dieses Problem zu umschiffen, entdeckt Michaels nun in der Fotografie. Genauer bei Roland Barthes. Bekanntlich bevorzugt Barthes in seiner hellen Kammer das, was er an der Fotografie das Punktum nennt. Das heißt, dasjenige am Bild, was uns zu berühren vermag, gleichgültig oder sogar in Entgegensetzung zu dem, was die Fotografin selbst intendierte. Demgegenüber stellte das Studium, also eben jenen intentionalen und informativen Gehalt des Bildes. Die Privilegierung des Punktums nun mache aus Barthes einen antitheatralischen Kritiker, der gleichsam die genannte Antinomie auflöse. Denn hier wird eine Künstlerin vorgestellt, die nicht in die missliche Lage gerät, dass sie keinen Effekt auf die Betrachterin ausüben soll, dies aber notwendigerweise tun muss. Sondern es wird eine Künstlerin vorgestellt, deren Anstrengung, das Werk zu schaffen, irrelevant in Bezug auf dessen Bedeutung ist. Gleichzeitig führt dieses antitheatralische, absorptive Moment in Barthes vermittels eines dialektischen Umschlages noch zu einer Radikalisierung der Theatralität. Wenn wir nämlich die Intentionen der Künstlerin konsequent als irrelevant erachten, dann bleibt am Ende überhaupt nichts mehr vom Werk übrig, als die Effekte, die es auf die Betrachterin ausübt. Wir finden dies auch in Barthes berühmten Worten: Die Geburt des Lesers ist zu bezahlen mit dem Tod des Autors, wobei Leser bzw. Autor hier natürlich mit Betrachterin und Fotografen zu ersetzen wären. Das bedeutet jedoch auch, dass die Differenz zwischen Kunstwerken und anderen Gegenständen eingeebnet wird. So wie Magnus Klaue ganz richtig bemerkt, dass Barthes weniger den Autor attackiert als das Werk überhaupt. Zählen nur die Erfahrungen der Betrachterin, dann lässt sich das Kunstwerk nur als Bündel von Stimuli deuten, nicht unterschieden von anderen Gegenständen. Es wird quasi bloßes Ding unter Dingen. Diese Wendung, die sich in der Literatur- und Kulturwissenschaft in den späten 1960er Jahren andeutete und für die Barthes natürlich eine ganz zentrale Rolle spielte, könnte und wurde nun als ein durchaus positives, befreiendes Moment gefeiert. So wird etwa in literaturwissenschaftlichen Einführungen betont, dass man das Wort Autorität ja gar nicht ohne den Autor buchstabieren könne, die Abwertung des Letzteren zugunsten der Rezipienten also eine quasi anti-autoritäre Revolte gegen aufgezwungene Bedeutungen darstelle. Natürlich könnten wir dann aber fragen, ob das derartig befreite Subjekt dann tatsächlich ein freies ist. Und ich weise nur kurz darauf hin, dass eine ganz ähnliche Frage auch Adorno schon bei seinen frühen Versuchen beispielsweise über den Jazz beschäftigt hat und er sie bekannt und umstrittenerweise emphatisch verneint hat. Und darauf werde ich zurückkommen. Michaels Argument wird dann auch in der Tat darauf hinauslaufen, die Position, welche der Beobachterin das Primat einräumt, als eben jene neoliberale Ästhetik zu kritisieren. Das illustriert er anhand einer Kritik Jacques Rancières. Ich will kurz anmerken, dass Dennis Bücher-Ulbrich, ein Kollege aus Kiel, von mir schreibt, dass Michaels in seiner Rancière-Kritik auf reduktive Art und Weise vorgeht. Da Dennis Kenntnisse Rancières, die meinen, um ein Vielfaches übersteigen, bin ich geneigt, ihm zu glauben, kann das aber nicht qualifiziert diskutieren. Jedoch schreibt auch er, dass Michaels in seinem Aufsatz sonst stichhaltig argumentiert. Und ich werde im Folgenden also Michaels Thesen wohlwollend vorstellen und die Frage nach dem Zutreffen der Kritik an Rancière zurückstellen. Wenn nun, so Rancières Gedanke, Kunstwerke im Allgemeinen und Fotografien im Besonderen von anderen Gegenständen nicht wesentlich unterschieden sind, dann stellt die Kunst auch kein vom gewöhnlichen Leben abgetrenntes Reich dar. Das modernistische Projekt der Trennung, das sind Rancières Worte, der Sphären werde dadurch zurückgenommen, das Kunstwerk der Betrachterin zugesprochen. Was ist nun für Rancière der emanzipatorische politische Wert hierbei? In dem Aufsatz, der die Grundlage für Michaels Kritik darstellt, erläutert der französische Philosoph dies anhand eines Gemäldes des spanischen Barockmalers Murillo. Ein Gemälde, das schon Hegel in seinen Ästhetikvorlesungen bespricht. Es sind die Trauben- und Melonenesser, von Hegel als Betteljungen bezeichnet, aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, die mittlerweile in der Alten Pinakothek in München hängen. Bei Hegel in den Ästhetikvorlesungen taucht das Gemälde im
Kontext einer Verteidigung der Genremalerei und ihrer Gegenstände, mit anderen Worten Szenen des gewöhnlichen Lebens auf. Nach Rancière leitet sich der spezielle Wert dieses Gemäldes aus der Haltung der beiden Jungen her. Ihnen ist, in Hegels Worten, eine gänzliche Unbekümmertheit und Sorglosigkeit, eine Kummerlosigkeit um das äußere Eigen, welche den Begriff des Idealen erheischt. Mit Freed wäre dies als absorptives Verhalten zu deuten, welches eine Gleichgültigkeit gegenüber der Betrachterin ausdrücken soll. Rancière dagegen kritisiert das absorptive antitheatralische Projekt harsch. Er schreibt, die aktive Absorption der Charaktere durch ihre Tätigkeit ist letztendlich nur ihre passive Absorption, und ich ergänze das im Sinne hier von Eingliederung oder Integration gemeint, in den Raum des Gemäldes. Wer sie sind oder was sie tun, hat keine große Bedeutung. Aber was wichtig ist, ist, dass sie auf ihren Platz verwiesen werden. Mit anderen Worten, das absorptive Projekt zementiere gesellschaftliche Hierarchien. Hegel dagegen, der die beiden Jungen in ihrer sorglosen Seligkeit mit olympischen Göttern vergleicht, erlaube uns, die zwei mit einem Blick zu betrachten, welcher gesellschaftliche Hierarchien neutralisiere. Wird uns doch nahegelegt, die Betteljungen als Götter wahrzunehmen. Kurz, Rancière erkennt hier eine künstlerische Praxis, die es den Betrachtenden möglich mache, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Michaels fasst die Position wie folgt zusammen. Daher ist die ästhetische Zurückweisung der modernistischen Anstrengung die Geschlossenheit der Fotografie, oder wir könnten sagen allgemeiner des Kunstwerks, herzustellen, gleichsam eine soziale Zurückweisung der Vorstellung, die Bauern und Bettler entwertet, wohingegen das modernistische Projekt der Trennung die Menschen auf ihren Platz verweist. Befreit Rancières Kritik sie davon oder macht es uns, genauer gesagt, möglich zu erkennen und anzuerkennen, dass sie bereits frei sind? Soweit so gut, könnten wir sagen. Erneut kommt diese Position zunächst progressiv daher, denn sie richtet sich gegen visuelle Hierarchien, die bestehen, weil Menschen andere als minderwertig betrachten. Damit reiht sie sich ein, so Michaels, in die bedeutendsten sozialen Kämpfe, die in den letzten Jahrzehnten geführt wurden, beispielsweise gegen Rassismus, Sexismus oder Homophobie. Kurz, Kämpfe gegen die Diskriminierung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen aufgrund ihrer, sei es selbst oder fremd zugeschriebenen, Identität. Diese Bewegungen argumentieren, in Michaels Worten, für die Ersetzung einer bestimmten Art und Weise, die jeweilige Gruppe zu sehen, als minderwertig, durch eine andere Art, sie zu betrachten, als gleichgestellt. Der Skandal wäre hier also der abwertende Blick. Michaels Argument ist nun, dass diese Position, die in der Praxis meist mit einer Art Identitäts- oder Anerkennungspolitik einhergeht, nicht weit genug geht. Oder genauer gesagt, dass sie eine ganz entscheidende Hierarchie aus den Blick geraten lässt. Denn es gibt ja eine Hierarchie, oder besser ein antagonistisches Verhältnis, das eben nicht darin begründet ist, dass bestimmte Menschen keine Anerkennung erfahren. Und zwar das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit. Die aus diesem resultierenden menschlichen Zumutungen werden ja gerade nicht dadurch behoben, dass man den Opfern mehr Respekt entgegenbringt. Anders gesagt, anstatt denjenigen, die unter Armut und Elend leiden, Anerkennung zu erweisen, wäre ein Zustand herzustellen, in dem das Elend aufgehört hat zu existieren. Niemand hätte das im Übrigen besser gewusst als Karl Marx, sodass kein Widerspruch besteht zwischen dem Autor des Kapitals und dem Briefeschreiber, dessen Korrespondenzen mit seiner Frau Jenny oder mit Freund Engels voll sind von wüsten Ausdrücken, mit denen die Arbeiterschaft bedacht wird. Was ist nun für Michaels das spezifisch Neoliberale an dieser Position? Und mit dieser Position meine ich einerseits die Betonung von Antidiskriminierungskämpfen bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Ökonomiekritik und andererseits die ästhetische Privilegierung der Betrachterin und ihrer Erfahrung. Es ist ja durchaus so, dass viele wirtschaftswissenschaftliche Vertreter der neoliberalen Lehre diskriminierende Praktiken ablehnen würden. Auch wenn der Grund dafür wohl kein tiefes Verlangen nach sozialer Gerechtigkeit ist. Konsequent durchgedacht aber verlangt die marktradikale Lehre, dass jeder und jedem, unabhängig etwa von Hautfarbe oder sexueller Orientierung, der Zugang zum Markt, in diesem Fall natürlich dem Arbeitsmarkt, offenstehen muss. Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt wäre also nicht aus moralischen Gründen abzulehnen, wohl aber weil sie ökonomisch gesehen schlicht und einfach irrational wäre. Wenn dann allerdings alle irrationalen und willkürlichen Hindernisse, die eben aufgrund von Diskriminierung bestehen, beiseite geräumt wären,
Wenn also ein sozusagen perfekt funktionierender Markt existierte, können, in den Worten des Nobelpreisträgers Robert Shiller, alle Ungleichheiten, die weiterhin bestehen, durch rationale Gründe in Form von Unterschieden des Talents oder der Anstrengung gerechtfertigt werden. Drastischer ausgedrückt, wer dann Pech auf dem Arbeitsmarkt hat, ist eben selbst daran schuld. Der Punkt Michaels ist also letzten Endes, dass hier ein Projekt, das sich gegen visuelle Hierarchien, die darauf beruhen, ob wir andere Menschen wertschätzen, richtet, fröhlich koexistieren kann mit einer Gleichgültigkeit gegenüber beziehungsweise gar einer Rechtfertigung von strukturellen Hierarchien, die eben gerade unabhängig davon bestehen, wie wir andere Menschen wahrnehmen. Gibt es nun für Michaels auch künstlerische Praktiken, die sich dagegen wehren, gleichsam eine antineoliberale Ästhetik? Wir sehen hier eine Fotografie der in Russland geborenen Fotografin Viktoria Binstock. Sie trägt den Titel Wand Nummer 1 und ist Teil einer Serie mit dem Namen Die Abwesenheit der Antragsteller. Die Abwesenden, um die es geht, sind Arbeitslose, die in einem Berliner Jobcenter Anträge auf Unterstützung stellten. Allerdings zeigt Binstocks Fotografie eben nicht die Arbeitslosen, sondern lediglich die Spuren, die sie beim Warten an der Wand des Jobcenters hinterlassen haben. Michaels, der das Bild in einem anderen Aufsatz diskutiert, betont, dass wir es hier eben nur mit Spuren der Arbeitslosen zu tun haben, dass damit aber gleichzeitig nichts über deren Charakter ausgesagt ist. Genauso wenig erfahren wir etwas über ihre Nationalität, ihr Geschlecht oder ihre Hautfarbe. Das Bild appelliert also nicht an uns, unser Bild von Arbeitslosen zu ändern. Vielmehr führt uns die Fotografie ein System, eine Produktionsweise vor, zu deren Funktionsweise notwendigerweise die Produktion von Arbeitslosigkeit gehört. Wir sehen keine Menschen, die wir anerkennen können oder auch nicht, sondern nur Spuren von Personen, die für ein strukturelles Element einstehen, dessen Existenz eben von unserer Meinung unabhängig ist. Es geht also nicht um arbeitslose Menschen, sondern um Arbeitslosigkeit als strukturelle Tatsache. Es geht in einem Wort um die relative Überbevölkerung, deren notwendige Produktion unter Bedingungen kapitalistischer Akkumulation eben Thema des 23. Kapitels des Marxischen Kapitals ist. Die Fotografie lädt uns nicht ein, uns mit einem ihrer Elemente zu identifizieren oder unsere Sichtweise zu ändern. Im Gegenteil, es macht uns dies unmöglich. Damit ist zugleich betont, dass unsere eigene Identität, unsere Erfahrungen für die Bedeutung der Fotografie irrelevant sind. Kurz, es ist ein autonomes Werk. Bevor ich nun Michaels Kritik abschließend zusammenfasse, möchte ich einige kritische Anmerkungen machen, die mir trotz wohlwollender Präsentation geboten scheinen. Die Unterteilung in visuelle Hierarchien bzw. diskriminierende Praktiken auf der einen Seite und einen strukturellen Antagonismus auf der anderen darf meiner Meinung nach nicht so verstanden werden, dass erstere weniger ungerecht oder gar weniger reell seien. In gewisser Hinsicht gilt das genaue Gegenteil. Eine rassistische Beleidigung, ein sexueller Übergriff beispielsweise, sind ja zunächst einmal etwas ganz Unmittelbares. Dagegen ist kapitalistische Herrschaft ja per Definition eine unpersönliche, vielfach vermittelte. Zudem wird sie, wie wir von Marx wissen, durch diverse ideologische und fetischistische Formen verschleiert, sodass sie in den Formen des Alltagsbewusstseins, wie beispielsweise der Lohnform, überhaupt nicht erscheint. Genauso ist, wie wir derzeit in den Vereinigten Staaten beobachten können, die Tatsache, dass Mitglieder einer Gruppe als minderwertig betrachtet werden, ja keineswegs eine harmlose Angelegenheit, sondern eben eine von Leben und Tod. Es kann hier also nicht darum gehen, eine Hierarchie von Formen der Unterdrückung zu errichten, wie es beispielsweise in der Rede von Haupt- und Nebenwidersprüchen geschieht. Darüber hinaus, und das wäre ein Einwand auch gegen einige von Michaels früheren Schriften, ließe sich argumentieren, dass ein Verständnis von Rassismus und anderen Formen der Diskriminierung gewissermaßen zu individualistisch und intentionalistisch und daher verkürzt zugeschnitten ist. Es ist ja so, dass beispielsweise Rassismus sich keineswegs in individuellen Vorurteilen erschöpft. Vielmehr handelt es sich hier auch um ein strukturelles Problem. Autoren wie Loïc Vacon oder Michelle Alexander zeigen beispielsweise, wie das amerikanische Justiz- und Gefängnissystem auf einer strukturellen, institutionellen Ebene so ausgerichtet ist, dass vor allem Schwarze und Latinos objektiv benachteiligt sind, unabhängig von den persönlichen Einstellungen einzelner Polizisten, Richter oder Geschworene. Um Rassismus entgegenzuwirken, genügt es dementsprechend also nicht, nach Aufklärungsmanier festzustellen, dass es beispielsweise doch überhaupt keine menschlichen Rassen gäbe, weil die Welt eben leider nicht nur aus Habermasianern besteht, die sich dem zwanglosen Zwang der Argumente beugen,
sondern aus mitunter sehr zählebigen und undurchsichtigen Strukturen, die das Handeln der Akteure beeinflussen. Es wäre also zu untersuchen, ob wir uns nicht auch eine antirassistische und natürlich beispielsweise genauso eine antisexistische oder andere Ästhetik vorstellen können, die auf diese Herrschaftsformen als strukturelle aufmerksam macht. Wir könnten beispielsweise an die amerikanische Fernsehserie The Wire denken, über die Max Pichel hier ja letzte Woche gesprochen hat. Diese appelliert hier gerade nicht an uns, unsere Sichtweise zu ändern, sagen wir, weil wir von der Resilienz begeistert sind, welche im Ghetto von Baltimore aufwachsende Schulkinder beweisen. Nein, der Punkt dort ist ja gerade, dass Baltimore als moderne amerikanische Großstadt dargestellt wird, deren Institutionen ganz grundlegend und auf struktureller Ebene dysfunktional und rassistisch geprägt sind. Und dies auch bleiben, trotz individueller Versuche, etwas zu ändern. Hier ließe sich auch zeigen, dass die antirassistische Ästhetik, wenn sie denn eine ernstzunehmende sein wolle, gar nicht von einer antineoliberalen, wie Michael sie fordert, getrennt werden kann. Aber, und das wäre vielleicht der entscheidende Punkt meiner Anmerkungen, es ist eben zunächst trotzdem wichtig, dass die Analyseebenen nicht vermischt werden, dass wir mit anderen Worten die Unterschiede zwischen den verschiedenen Herrschaftsformen nicht aus den Augen verlieren. Und das gilt natürlich keineswegs nur für ästhetische Betrachtungen, sondern für eine jede kritische Gesellschaftstheorie. Um kurz zu rekapitulieren, bevor ich zum zweiten, kürzeren Teil des Vortrages übergehe: Unter dem Begriff neoliberale Ästhetik kritisiert Walter Ben Michaels theoretische Ansätze bzw. künstlerische Praktiken, welche die Erfahrungen der Betrachterin in den Mittelpunkt stellen. Gerade Positionen mit einem kritischen Selbstverständnis wie diejenige Rancières entdecken hier eine Chance, dass visuelle Hierarchien abgebaut werden, indem ein Perspektivwechsel eingeleitet wird. Dies ist jedoch nun, Michaels zufolge, kompatibel mit einer neoliberalen Ideologie, die sich exzessiv mit eben jenen visuellen Hierarchien befasst und darüber hinaus den Blick für den entscheidenden Antagonismus der modernen kapitalistischen Gesellschaft verliert. Einen Blick auf diese strukturelle Tatsache, die nicht davon abhängig ist, in welcher Art und Weise die Menschen sich gegenseitig ansehen, entspricht nach Michaels das autonome, selbstgenügsame und formal einheitliche Kunstwerk. Und es ist nun natürlich so: Auch wer wenig über die Adornosche Ästhetik weiß, hat doch wohl schon gehört, dass Adorno Zeit seines Lebens das autonome Kunstwerk verteidigte. So in den bereits erwähnten Ästhetikvorlesungen, wo es heißt: Kein Gemälde ist für den Beschauer, keine Symphonie für den Zuhörer, selbst kein Drama für das Publikum da, sondern zunächst um seiner selbst willen. Und in einer späteren Vorlesung verspricht er seinen Studierenden zu zeigen, dass und in welchem Sinn der Versuch eines Rekurses auf Subjektivität dem Kunstwerk gegenüber aufgrund von dessen eigentümlicher Bestimmung zum Scheitern verurteilt ist. Die Subjektivität ist vielmehr dem Kunstwerk gegenüber ein zufälliges. Soweit schon einmal die Ähnlichkeit zu Michaels und auch zu Freed, die sich auf den ersten Blick feststellen lässt. In der Zeit, die mir verbleibt, möchte ich hier noch ein wenig ins Detail gehen. Die Unterscheidung zwischen ästhetischem Subjektivismus und Objektivismus zieht sich, wie bereits erwähnt, durch die gesamte Vorlesung. Zunächst werden die beiden Positionen anhand von Kant und Hegel eingeführt. Bei Kant werde das Wesen des Schönen hier erkannt von dem Verhältnis aus, das das Schöne zu uns als Subjekten habe. Würde Adorno es dabei bewenden lassen, wäre verständlich, weshalb Rüdiger Bubner die Wendung zur Erfahrungsästhetik als ein Zurück zu Kant deklarieren konnte. Hegel suche demgegenüber das Schöne in der Sache selbst. Das heißt, in Adornos Worten, es wird dabei nicht reflektiert auf mich als auf den Betrachter und auf die Wirkung, die die Kunst auf mich ausübt. Stattdessen finden wir dort den Gedanken einer ästhetischen Objektivität. Nur ist Adorno nicht bereit, Kant aufzugeben. So wird an einer Stelle der Vorlesung die hegelische Ästhetik als das Wichtigste und Bedeutendste, was die Tradition der ästhetischen Schriftstellerei überhaupt hervorgebracht hat, bezeichnet. Doch gibt es ebenso Passagen, beispielsweise in der ästhetischen Theorie, an denen Adorno betont, dass Kant dem Wahrheitsgehalt der Kunst mehr Ehre antue als Hegel. Was macht nun den Reiz Kants für Adorno aus? Beziehungsweise, wie nimmt er sich Kant an, ohne in einen ästhetischen Subjektivismus zurückzufallen? Bekanntlich soll Kants dritte Kritik, die Kritik der Urteilskraft,
die beiden vorigen verbinden. Diese drohten nämlich unüberbrückbar auseinanderzufallen. Wenn die Kritik der reinen Vernunft uns zeigt, dass die Welt von Naturgesetzen beherrscht und von uns erkennbar ist, und die Kritik der praktischen Vernunft beweist, dass wir als moralische Menschen frei sein müssen, dann ist damit noch nicht geklärt, wie, und was noch dringlicher ist, ob, sich beides auch verbinden lässt. Das heißt, ob die Menschen auch in der Lage sind, ihre Freiheit in der Welt zu realisieren. Kants Lösung ist es, in der Erfahrung des ästhetischen Gegenstandes als Zweckmäßigkeit ohne Zweck die Erweckung des Gefühls zu entdecken, dass die Welt eben doch vernünftig eingerichtet sein könne. Zur gleichen Zeit sind die Erfahrungen, welche zu dieser Einsicht führen sollen, eben nicht willkürlich subjektiv, sondern treten mit dem Anspruch auf Verbindlichkeit und Allgemeinheit auf. Allerdings auf subjektive Allgemeinheit, denn es gibt keine Instanz außerhalb des Subjektes, die den Beitritt zu diesem Urteil erzwingen könnte, wie Hartmut Scheible schreibt. Im vom Geschmacksurteil gestifteten Sensus communis kommen also spontane Freiheit und universelle Gültigkeit zusammen. Kurz, wir finden im ästhetischen Urteil zwei utopische Momente. Die Menschheit könne ohne Zwang zu einer Gemeinschaft werden und die Welt könne durch diese vernünftig eingerichtet werden. Diese Perspektive auf Humanität und Freiheit, wie sie sich beispielhaft im Finale von Beethovens 9. verkörpert findet, mag uns nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, woran uns Roger Behrens hier vor einigen Wochen erinnerte, abhanden gekommen sein. Und wer hätte dafür ein feineres Gespür als Adorno selbst? Nichtsdestotrotz bleibt Kants Beitrag für ihn entscheidend. Genau wie auch Robert Hallard Cantor, der amerikanische Adorno-Kenner und Übersetzer, bemerkt, dass sich Adorno durch einen geradezu naiven Optimismus auszeichnete. Entgegen der weit verbreiteten Vorstellung vom Ästheten, der sich aufgrund eines abgrundtiefen Pessimismus ins hermetische Reich der Kunst zurückzog, ist es also vielmehr so, dass Adorno Zeit seines Lebens an der Frage festhielt, wie denn Vernunft und Freiheit in der Welt zu realisieren seien, oder andersherum, warum dies bislang noch nicht geschah. Die Kunst, zumal die modernistische, steht dann ein für einen Bereich, in dem gerade nach einer Antwort auf diese Frage gesucht werden kann und nicht für den Versuch, der Beantwortung dieser Fragen zu entgehen. Auch Michaels, um dies nur kurz anzumerken, betont in einem Interview explizit, dass er die zeitgenössische Kunst und insbesondere die Fotografie als den Bereich ansieht, in dem solch entscheidende politische Fragen verhandelt werden. Schauen wir uns nun weiter an, wie Adorno mit Kant, aber sozusagen über Kant hinaus, über die subjektivistische Position hinaus gelangen möchte. Er schreibt, und ich zitiere eine längere Stelle, analog zur Erkenntnistheorie sucht Kant für das Gefühl des Schönen nach subjektiv transzendentaler Begründung. Nach der Kritik der reinen Vernunft indessen wären die Artefakte constituta, fielen selber in die Objektsphäre, eine Schicht, die über der transzendentalen Problematik sich lagert. In ihr wäre bereits bei Kant Kunsttheorie als eine von Objekten möglich und zugleich als geschichtliche. Die Stellung der Subjektivität zur Kunst ist nicht, wie Kant es unterstellt, die der Reaktionsweise auf die Gebilde, sondern primär das Moment ihrer eigenen Objektivität, wodurch die Gegenstände der Kunst von anderen Dingen sich unterscheiden. Wem, wie mir, diese voraussetzungsreiche Passage aus der frühen Einleitung in die ästhetische Theorie Schwierigkeiten bereitet, können einige Ausführungen aus den Vorlesungen helfen. Dort erklärt Adorno, was es damit auf sich hat. Und ich zitiere erneut. Die Kunstwerke, die dem Bewusstsein entgegentreten, sind nicht jene Gegenstände, wie sie durch das Zusammenspiel der Formen und der Anschauungsinhalte gestiftet werden bei Kant, sondern sie sind zunächst einmal wirklich im Raum und in der Zeit individuierte, objektivierte Gebilde. Dann, so fährt er ein wenig später fort, hört der Vorrang des Subjekts gegenüber dem Objekt auf und die beiden Momente sind wechselseitig einander produzierend und sind eigentlich gleichen Ranges und das Objekt ist aus sehr gewichtigen Gründen dann sogar der Subjektivität vorzuordnen. Adorno will also, so das erste Zitat, mit Kant Kunstwerke von anderen Dingen unterscheiden. Dies aber nicht vermittels der Reaktionsweisen des betrachtenden Subjekts, sondern von der Objektseite her. In diesem steckt sozusagen immer schon ein Subjekt drin, aber nicht das Betrachtende, sondern das Schaffende. Diese objektive Wendung Kants
kann Kunstwerke dann als immer schon konstituierte Sinnzusammenhänge begreifen, die unabhängig von den Erfahrungen der Betrachterin bestehen. Dies, so viel sollte deutlich geworden sein, entspricht auch der Michaelschen Position. Dennoch besteht ein Unterschied zwischen den beiden, und zwar im Hinblick auf das schaffende Subjekt. Michaels ist bekannt dafür, eine intentionalistische Position zu vertreten, die, grob gesprochen, davon ausgeht, dass ein Kunstwerk das bedeutet, was die Künstlerin damit sagen will. Auch Adorno will die Absichten der Künstlerin nicht leugnen, würde aber auch nicht behaupten, dass sich der Gehalt des Werkes darin erschöpft. Aus der Vorlesung: Ein Kunstwerk verstehen heißt eben nicht verstehen, was sozusagen dahinter steckt, was das Kunstwerk bedeutet, sondern das Kunstwerk selbst verstehen, so wie es ist, also seine Logik verstehen. Diese Logik lässt sich allerdings nicht einzig und allein durch die bewussten Absichten der Künstlerin erklären. Stattdessen spielen die künstlerischen Produktionsmittel eine Rolle, also ein bestimmter, geschichtlich determinierter Stand des Materials, der verfügbaren Techniken, die eher einen Problemzusammenhang konstituieren, innerhalb dessen Kunst geschaffen werden kann, ohne dass dieser notwendigerweise transparent für die Künstlerin sei. Erinnern wir uns nun an Michaels Argument. Für ihn konnte das autonome, formal einheitliche Werk einstehen für die antagonistische Struktur der kapitalistischen Produktionsweise. Nun zeigt Marxens Kritik der politischen Ökonomie allerdings, dass eben jene kapitalistische Produktionsweise sich gerade nicht durch bewusste und intentionale Handlungen der Warenbesitzer konstituiert. Genau aus diesem Grund untersucht er schließlich das Austausch- bzw. Wertverhältnis der warenförmigen Arbeitsprodukte im ersten Kapitel des Kapitals und wendet sich erst danach den Handlungen der Warenbesitzer im zweiten Kapitel zu. Entscheidend ist, dass die kapitalistische Vergesellschaftung zwar nur durch das Handeln von Menschen zustande kommt, dies aber nicht impliziert, dass dies bewusst und gewollt geschehe. Ganz im Gegenteil, wie Marx in biblischer Anspielung schreibt: Sie wissen das nicht, aber sie tun es. Das Gleiche gilt für den Antagonismus zwischen Kapital und Arbeit. Aus formanalytischer Perspektive ist diese auf Unfreiheit, Ungleichheit und Ausbeutung gegründete menschliche Beziehung nicht aus der Persönlichkeitsstruktur der Ausbeuter zu erklären, wie Sven Elmers in seinem schönen Buch über die Marxische Klassentheorie schreibt. Es wäre also zu prüfen, ob nicht die Tatsache, dass das autonome Kunstwerk einstellen soll für die vom subjektiven Willen unabhängige Struktur kapitalistischer Herrschaft, geradezu danach verlangt, über die intentionalistische Position hinauszugehen, ohne jedoch auf einen schlechten, willkürlichen Subjektivismus zurückzufallen. Abschließend möchte ich mich kurz der Art von Kunstprodukten zuwenden, die sich, und hier stimmen Michaels und Adorno wieder in vieler Hinsicht überein, von autonomen Kunstwerken unterscheiden. Beide Theoretiker vergleichen diese mit Waren. In der ästhetischen Theorie stellt Adorno beides explizit gegenüber. Er schreibt: Nichts Reines, nach seinem immanenten Gesetz durchgebildetes, das nicht wortlos Kritik übte, die Erniedrigung durch einen Zustand denunzierte, der auf die totale Tauschgesellschaft sich hinbewegt. In ihr ist alles nur für anderes. Und ein wenig später: Das Prinzip des für anderes Seins ist das des Tausches. Kunstwerke sind die Statthalter der nicht länger vom Tausch verunstalteten Dinge. Wieso, könnten wir uns fragen, gehen für anderes Sein und Warenform zusammen? Es ist ja so, dass jedes Arbeitsprodukt nicht notwendigerweise Ware ist. Vielmehr muss es sich im Tausch bewähren, muss Gebrauchswert für andere sein. Für einen Warenbesitzer ist es ja nicht, ist ja nicht eine konkrete Qualität seines Produkts von Interesse, denn sonst würde er es nicht tauschen wollen. Es zählt einzig und allein die Qualität für ihn keine zu besitzen, als die der Austauschbarkeit. Mit anderen Worten, das Produkt muss für andere von Interesse sein, um sich als Ware zu bewähren. Eine Paradoxie des Kunstwerkes als an sich Seiendem ist dagegen, für Adorno, dass es ein Gemachtes um seiner selbst willen sein soll. Das autonome Kunstwerk sperrt sich also dagegen, nur für andere zu existieren. Hier, und das ist nun wirklich mein letzter Punkt, lässt sich erkennen, in welche Richtung man Michaels Kritik der neoliberalen Ästhetik mit der Tradition der kritischen Theorie zusammendenken sollte. Ich meine die Kritik der Kulturindustrie. In der ästhetischen Theorie schreibt Adorno über diese: Als tabula rasa subjektiver Projektionen jedoch wird das Kunstwerk entqualifiziert. Die Pole seiner Entkunstung sind, dass es sowohl zum Ding unter Dingen wird, wie zum Vehikel der Psychologie des Betrachters.
Was die verdinglichten Kunstwerke nicht mehr sagen, ersetzt der Betrachter durch das standardisierte Echo seiner selbst, das er aus ihnen vernimmt. Diesen Mechanismus setzt die Kulturindustrie in Gang und exploitiert ihn. Es tauchen hier uns inzwischen bekannte Argumentationsfiguren auf. Das Kunstwerk, das nicht mehr als autonomes Werk gefasst wird, wird abhängig von der Betrachterin, zum Vehikel ihrer Psychologie. Als ich über Roland Barthes sprach, stellte ich die Frage, ob wir hier nicht eine Art Befreiung des Subjekts sehen könnten. Eben das Brechen der Autorität des Werks. Interessant ist hier, dass Adorno vom standardisierten Echo spricht, also deutlich macht, dass es hier überhaupt nicht um ein irgendwie ermächtigtes Subjekt geht, sondern ganz im Gegenteil, um ein schon vom Schematismus der Kulturindustrie zugerichtetes. Die Wendung hin zur vorgeblichen Erfahrung, die Michaels kritisiert, entspricht also aus dieser Perspektive geradezu einem Verzicht auf echte Erfahrungen, denn, so schreiben Adorno und Horkheimer, für den Konsumenten gibt es nichts mehr zu klassifizieren, was nicht selbst im Schematismus der Produktion vorweggenommen wäre. Ich möchte meinen Vortrag also beschließen mit dem Gedanken, dass wir Michaels Kritik der neoliberalen Ästhetik im Rahmen einer fortzuführenden Kulturindustriekritik betrachten könnten, die darüber hinaus geeignet ist, etwa zeitgenössische Fotografie zu untersuchen oder, auch im Hinblick auf ältere Schriften Michaels, die kulturindustrielle Ausschlachtung von verdinglichten Identitäten. Dies alles natürlich mit Blick auf einen Zustand, in dem die Kritik überflüssig werden würde. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.